Die tropischen Meere beherbergen viele kurios aussehende Tiere. Es sind Bewohner von Korallenriffen und der verschiedenen Weichbodenbiotope wie dunkle Sandgründe vulkanischen Ursprungs oder gar schlickige Böden. Der Unterwasserfotograf Werner Fiedler entdeckt ausgerechnet in diesen Lebensräumen bisweilen geradezu groteske Motive. Der in Leipzig lebende freiberufliche Fotograf hat auf unzähligen Tauchgängen die in der Ausstellung zu sehende Auswahl seiner besten Unterwasseraufnahmen zusammengetragen. In der Szene ist er längst kein Unbekannter mehr. Als anerkannter Meister seines Faches finden seine Fotos mittlerweile Aufnahme in renommierten Magazinen, Verlagen und Agenturen. Aufgenommen wurden die gezeigten Fotos mit den digitalen Vollformat-Spiegelreflexkameras Nikon D700 und D800. Zum Einsatz kamen Objektive mit den Brennweiten 8 bis 180 mm sowie das Unterwasserfoto-Ausrüstungssystem des österreichischen Herstellers Seachem. Herr Fiedler, wie sind Sie endlich zur Unterwasserfotografie gekommen? Sie haben ja jetzt kurz gesagt, Sie haben ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Ja, aber zur Unterwasserfotografie bin ich schon vor meinem Beruf gekommen. Das war noch während der Schulzeit eigentlich, als ich angefangen habe mit so einer alten Boxkamera in einer Plastiktüte. Versucht habe, erste Bilder zu machen, aber das war natürlich noch nicht das Ergebnis, was man sich wünschen kann, aber da ging es los. Das war also so mit 18 Jahren etwa. Und in dieser Zeit habe ich auch angefangen zu tauchen und Fotografie und Tauchen hat bei mir immer zusammengehangen. Also ich gehe eigentlich auch heute noch kaum ohne Kamera ins Wasser. Das heißt aber, Sie haben beruflich erstmal ganz was anderes gemacht. Ich bin von Hause aus Diplom-Ingenieur gewesen, oder ich bin sie eigentlich auch heute noch, aber arbeite nicht mehr in der technologischen Forschung wie damals. Das habe ich 20 Jahre lang etwa gemacht und danach habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und habe mich dann so mehr oder weniger durchgeschlagen. Das war nicht immer einfach, aber es ging. Wie bereiten Sie sich auf so eine Fototour oder so einen Tauchgang vor? Meine, Sie fahren ja mit einem bestimmten, ganz bestimmten Ziel in ganz bestimmte Gegenden. Ja, das ist eigentlich so, dass das Ziel vorher feststeht, sogar der Auftrag feststeht. Also ich mache eine Reisereportage über irgendeine Region in Indonesien zum Beispiel, wo die Bilder hier alle herstammen. Und da die Gegend kenne ich erstmal schon ganz gut, sodass ich mich nun nicht im Detail noch vorbereiten muss. Aber ich habe dann immer eine Liste bei mir, was ich an Besonderheiten da fotografieren möchte, damit es auch nicht immer wieder dieselben Motive werden. Und die Leute vor Ort, also die Guides, die einheimischen Guides vor allem, die kennen sich dermaßen gut aus. Die finden auch Dinge auf Bestellung. Also man kann denen sagen, ich möchte gerne in der nächsten Woche dieses und jenes sehen und dann machen die, was möglich ist. Das heißt, Sie wissen im Prinzip immer schon, wenn Sie jetzt abtauchen, was Sie erwartet oder lassen sich schon gerne mal überraschen? Ja, ein bisschen wissen muss man es, weil man kann unter Wasser an der Kamera nicht das Objektiv wechseln. Man muss also sich vorher entscheiden, macht man jetzt Landschaftsaufnahmen, also mit Weitwinkel oder mit Fischei, oder macht man Makroaufnahmen, dann muss das Makroobjektiv davor. Also die Entscheidung muss man vorher treffen. Und manchmal ist es natürlich so, dass da was Größeres vorbeikommt, wenn man gerade auf kleine Dinge eingerichtet ist. Das muss man schwimmen lassen. Das also ein gewisses Risiko auch dabei. Ja, ja. Kann man sagen, dass Ihre Arbeit auch so, dass Sie ein bisschen dazu beitragen wollen, das Bewusstsein der Menschen für die Verletzlichkeit der Natur unter Wasser ein bisschen zu schärfen? Ja, unbedingt ist das so. Ich meine, die Taucher kennen natürlich all das, oder zumindest die in der Region schon gewesen sind, was ich hier in meinen Bildern zeige. Aber mir ist es schon ein großes Anliegen, dass die Natur möglichst lange so erhalten bleibt, wie sie jetzt ist. Die Zeichen stehen nicht immer und überall gut. Aber wenn man den Menschen nicht vor Augen hält, wie schön es da unten ist, vor allen Dingen für diejenigen, die das selbst nicht in Augenschein nehmen können, dann geht es vielleicht schneller den Bach runter, als wenn Sie wissen, aha, da unten, da gibt es ja auch was, was erhaltenswert ist. Sie sind ja nun nicht mehr der Allerjüngste. Wie viele Jahre möchten Sie denn noch dieses Hobby ausüben? Naja, da habe ich mir kein Ziel gestellt, aber
solange der Sportarzt keine Wehwehchen findet, mache ich weiter, und solange wie ich mich wohlfühle. Und das ist eigentlich im Moment noch sehr gut der Fall. Die Show mit 50 großformatigen Fotos mit einem Sammelsurium sonderbarer Tiere, seltsamen und vertrauten Lebensformen sowie fremdartigen und bekannten Meeresbewohnern ist bis zum 28. Januar 2018 im Naturkundemuseum zu sehen.